Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Vorderfeld, unserem John Deere Projekt. So, jetzt schmeißen wir wieder an. Dann laden wir neu. Müssen wir gucken, wie es mit der Ausrichtung. Sieht sogar gut aus. Bin nahezu begeistert. Ich muss mal jetzt alles rutschen, wie ich es brauche. Gut. Gerade passt auch und sollte losgehen. Ist auf jeden Fall, wie ich es jetzt habe, angenehmeres mit dem Lenkrad gefahren, wie ich es vorher hatte. Mal ja, gucke ich immer so schräg auf dem Bildschirm. Muss ich jetzt dazu sagen. Das war ja doch ein bisschen leicht verpeilend, wenn ich so schief geguckt habe auf dem Monitor. Ich gucke jetzt wirklich nahezu gerade. Vielleicht fehlen nur 10, 15 cm. Aber hinten haben wir gerade ein Stück stehen lassen. Drei Helmchen 44. So. GPS aktiviert, ziehen automatisch rein und dann passt das. Wahrscheinlich nur wegen den paar Helmchen dahinter fahren. Dann musst du noch mal gucken, wo ich noch Raps drauf habe. Oh, ich glaube noch auf der noch auf der 1 oder auf der 2. Ich glaube für 2. So. So, let's go. So. So, ah, falsch gemacht. So, das jetzt. Was nicht, aber auch der hier. Uni. Der war es nicht, der war abkoppeln. Das wollen wir jetzt ausklappen. Nee. War das ohne? War ohne? Beide aussteigen. Das war Honey. Oder Helfer. Ja, ich habe noch keine Taste festgelegt, wie es aussieht, oder? Das war hoch und runter. Oder Innenansicht wechseln, okay. Ich mache mal die Tüte aus, das war 0. Ja. War es die hier, genau. So.
Muss ich mal gucken kurz, welches Feld das war. Sieht so. Ich könnte erstmal abtanken. Machen wir das erstmal als Abtanken. 8%, da fahren wir noch 10,50 Meter, da sind wir nämlich wieder full. Nur so ein CD-Stift? Ne, sieht nicht so aus. Muss man doch mal hinholen. Besten Morgen oder so. Also für mich ist morgen ja Montag. Für euch ist dann jetzt morgen, ich sage morgen schon wieder Freitag. Donnerstag. Muss selber überlegen. Ich habe jetzt ein bisschen was vorproduziert schon. Muss ich gerade erstmal selber überlegen, welcher Wochentag da ist. Das muss ich mal ganz kurz durchtappen und X. So, ist die Frage, kommen wir da unten durch oder kommen wir da unten nicht durch? Fragen über Fragen. Rein theoretisch sollte es passen von der Höhe her. Nee, passt nie. Passt echt nie? Dann sehr hoch. Es hängt aber rund um neuesten GPS. Wirklich Millimeter. Also hier ist, oh, Sound. So, jetzt aber rum. Irgendwie schaffe ich das. Oder nie? Wir sind so genial hier hinten rein manövriert. Ich bleibe mit dem scheiß elenden Spiegel am Dach hängen. Wir haben es geschafft. Also die Ausfahrt nehmen wir nicht nochmal. Ich hätte es vielleicht geschafft, wenn ich es probiert hätte, mit dem Ding dort auf Krampf da durch zu versuchen zu fahren. Dann hätten wir eventuell die Chance gehabt, das zu schaffen, aber so war es Kategorie No Way. Ja. Muss mehr darüber. So. Willst du schaffen, was wir so nicht, was ich vorhab? Habe ich das falsch ausgewählt? So, Dele. Sagt der Timer, Halbzeit erst.
Das passt so gleich. Ich bin ja begeistert. Ich bin nahezu begeistert, dass das passt. So, das ist noch mal Raps. Haben wir noch 2 Tage, dann ist schon wieder dem Projekt Feierabend, aber es kommt für das Projekt kommt ja ein LS22 Projekt. Daher ist es nur im Prinzip ein Spiel und Kartentausch. Gucken wir mal, wie sich das da entwickelt. So. Und gerade von so einem Sonniger muss ich auch noch ein bisschen Puffer produzieren, also jetzt hier produzieren, weil das wird, das geht ja teilweise taggleich, also. Kann sein, dass 1, 2 Tage mal bis 2 Projekte kommen, weil ich mit 22er ein bisschen was produzieren muss. Da muss ich aber gucken. Ich habe jetzt meinen Dienstplan aktuell nicht unbedingt im Kopf. Genaueres sehe ich Montag erst, also weil es ist schon Vergangenheit, für mich ist es noch Zukunft, der Montag. Den habe ich Sonntag, also ist es für mich morgen, wobei schon wieder fast die Woche vorbei ist. So, werden wir kurz ein Schlückchen trinken. Muss das Neues geht noch ein bisschen besser einrichten oder filtern. Aber das wird erst kommen, wenn ich wahrscheinlich ein anderes Mikro habe. Das ist so meine nächste geplante Investition eigentlich. Die, oh gut, die übernächste. Die nächste ist erstmal RAM. Dass da RAM-Riegel reinkommen. Dass ich mehr Arbeitsspeicher habe auf dem Kasten. Weil ich habe es gestern war mal festgestellt, beim, also am Samstag beim Stream festgestellt, wo der Stream gehakt hat, dass ich um die 90-95% RAM ausgelastet war. Und da vermute ich mal, dass nicht unbedingt am Netz liegt, dass hier das Stream geleckt hat, sondern dass einfach die Daten, die da produziert wurden, nicht mehr verarbeitet werden könnten. Es ist auch nur so eine Vermutung von mir. So,
So. Oh, den Raps auch so gut wie runter. Ich will überlegen, ob ich erstmal ins Lager baller und dann Kohl verkaufe oder ob ich es gleich verkaufen frage. Fragen über Fragen. So. Und Leistung voll. Nee, ich hab's nicht mehr ganz bis vorgeschafft. Jetzt muss ich tappen. Das war eine lange Tappserie. Armer. Komme ich mit dem da raus? Ich glaube nie. Genau weiß ich es jetzt nicht, aber ich will es gar nicht riskieren. Warum fahren wir es leider so? So, fahren wir mal abtanken. Sudele. Parkte mal jetzt hier. Was sag ich, den nicht stehen lassen können, muss ich ihn sowieso anders hinschubsen. So, wir sind am folgenden Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.